Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Horizon Zero Dawn in der Collector's Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Spiel und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Spiel und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Horizon Zero Dawn, das Ganze aus dem Jahr 2017. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Gaming. Jawohl, so sieht das aus. Wir haben hier eine ziemlich große Box, kommt hier in Schwarz und Gold hauptsächlich. Wir haben hier einmal den USK 12 Hinweis. Dann lesen wir hier den Titel des Spiels, Horizon Zero Dawn. Wir haben hier die Collector's Edition. Dann haben wir hier das Logo des Entwicklers. Hier oben dann noch PS4 Logo und hier lesen wir auch nochmal nur auf PlayStation. Dann haben wir die Hauptperson, den Charakter, den man hier in Horizon Zero Dawn spielt. Auf der rechten Seite das Logo, auf der linken Seite ebenfalls ein Logo, von unten einfach in Schwarz und Grau. Auf der Oberseite auch wieder hier beschriftet und auf der Rückseite haben wir hier die Info, was uns hier erwartet. Also, die Überschrift hier spannenderweise auf Englisch. Earth is ours no more. Also die Erde ist nicht mehr unsere. 1000 Jahre in der Zukunft, Maschinen streifen durch das Land und die Menschheit ist nicht mehr die dominante Spezies. Eine junge Jägerin begibt sich auf eine Reise, um ihr Schicksal zu ergründen. So, dann haben wir hier Maschinen und einzelne Szenen des Spiels. Und dann lesen wir hier noch, die Sammler Edition enthält Horizon Zero Dawn auf Blu-ray Disc, Steelbook, Gehäuse, 23 cm große Statue der Jägerin, gestaltet von Gentle Giant, The Art of Horizon Zero Dawn Artbook, dynamisches Design für PS4, Bonusgegenstände, okay. Gut, ja, also all das hier mit dabei, die Infos, die technischen Details hier noch darunter. Und da würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, das Ganze lässt sich hier öffnen. Als erstes kommt uns hier einmal das Spiel entgegen in einem Steelbook. Dann haben wir hier noch einen zusätzlichen Downloadcode und das Artbook zum Spiel. So, dann haben wir hier so eine Ebene, in der sich das Ganze hier drin befunden hat. Die können wir hier rausziehen. Und dann kommt hier eine weitere Box zum Vorschein, die sich hier drin befindet. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir die hier irgendwie rausbekommen. So, ist natürlich die Frage, was sich hier anbietet. Ah, ich glaube, wenn wir hier ziehen. Gar nicht so einfach. Aber ich denke, am besten ist es doch so. Ja. Das funktioniert. Wenn auch mühsam. So. Aber jetzt können wir sie hier rausziehen. Stück für Stück. Jawohl, geschafft. So. Dann packen wir die Verpackung mal weg. Und haben hier dann eine weitere Box zutage gefördert. Die sieht so aus, die ist dann schon etwas freundlicher gestaltet, also nicht mehr alles so düster in Schwarz, sondern hier sieht es nach blauem Himmel mit weißen Wolken aus. Horizon Zero Dawn Collector's Edition. Und dann haben wir hier schon unsere Gegner abgebildet, also riesengroße Maschinen, die hier auf der Erde unterwegs sind. Aber wirklich wunderschöne Landschaft. Aber ja, die Maschinen, die passen irgendwie nicht so ganz hinein. So sieht das aus. Maschinen, Rehe oder Hirsche. Und dann hier unser Hauptcharakter mit dem Bogen bewaffnet. Ja, auch hier gibt es natürlich wieder weitere Inhalte. Wir schauen mal rein. Ja, und auch hier haben wir wieder eine Box. Das heißt, eine weitere Box in der Box. Es ist die Frage, wie wir die am besten rausbekommen. Wir drehen das Ganze einfach mal um und versuchen, die hier irgendwie ein paar Zentimeter rauszuholen.
So, ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Ja, sieht gut aus. So, mehr ist hier nicht drin. Dann machen wir auch die mal zur Seite und kommen zu diesem Teil hier. Also hier ist wieder mal eine Box. Alles hier rundum in weiß. Auf der Unterseite haben wir so einen Aufdruck. Also hier so eine Zahlenkombination. Und das Ganze geht dann hier auf. Wir schauen mal rein. Ja, hier haben wir wieder eine Box. Allerdings ist die hier dann aus Styropor. Also ich glaube, wenn wir jetzt die entnehmen, dann sind wir endgültig hier im Innersten der Box angekommen. Deswegen werden wir auch hier mal wieder versuchen, das Ganze rauszubefördern. Gar nicht so einfach. Okay, also, der eine Teil, der hängt hier noch drin. Hier ist aber sonst nichts weiter drin. Okay, also Styropor. Und der entscheidende Teil ist dieser hier, denn hier befindet sich der Inhalt. Was ganz spannend ist, wir haben hier dann auch noch weitere Säckchen. Okay. Dann die Figur. Und, okay, das eine Säckchen dürfte hier sich irgendwie geöffnet haben. Denn wir haben hier einen Pfeil scheinbar, der sich hier verabschiedet hat aus dem Säckchen. Okay. So, das Ganze übrigens auch noch gebrandet. Also selbst dieses Styropor hat man hier mit dem PlayStation-Logo gebrandet. Und dann haben wir die Figur. Ah genau, hier ist ein zweiter Pfeil. Den habe ich gesucht. So, zwei Pfeile sollten nämlich dabei sein. Machen wir auch die mal zur Seite und starten erstmal mit dem Spiel und kommen dann zur Figur. So, also das ist das Spiel Horizon Zero Dawn hier in der Steelbook-Variante. So sieht das aus. Dann schauen wir mal rein. Das ist das Spiel an sich. Die Disc. Und auf der linken Seite haben wir dann noch weitere Sachen. Ein Flyer. Unter anderem mit der Steuerung des Spiels. Und dann haben wir hier auch noch einen Downloadcode für Bonusinhalte. Okay. Gut. Dann schauen wir mal weiter. Wir haben einen weiteren Downloadcode, der auch wieder zu dem Spiel Wir haben hier einen weiteren Gutschein. Wir haben hier einen weiteren Gutscheincode, einen Downloadcode für weitere digitale Inhalte und ein Artbook. Das kommt hier im Querformat, so ein kleines gebundenes Büchlein. Schauen wir mal rein. The Art of Horizon Zero Dawn. So, erstmal hier eine kleine Einleitung und dann haben wir hier die einzelnen Designs der Umgebung. So sieht das aus. Auch die Charaktere natürlich und ihre Waffen, aber natürlich auch die Maschinen werden hier dann noch kommen. So, jede Menge Personen hier mit dabei. Aber, wie gesagt, es gibt nicht nur gute oder es gibt nicht nur Menschen in diesem Artbook, sondern hier sind sie, die Maschinen. So sieht das aus. Gut, so viel zu diesem Artbook. Und als letzten Boxinhalt, neben dem Spiel eigentlich der Hauptinhalt, haben wir hier die Figur. Die kommt hier spannenderweise noch mit einer Plastikabdeckung, und zwar wurde die hier scheinbar etwas geschützt, speziell so diese feineren Teile, so der Bogen
Moment, machen wir hier mal auf. Kann man das hier so aufklappen? Wunderbar. So, jetzt haben wir es geschafft. Und das ist dann die Figur in ihrer ganzen Pracht. Allerdings haben wir hier noch, wie gesagt, so zwei kleine Säckchen, so kleine Beutel dabei. Und hier lesen wir, diese zwei extra Pfeile, die kann man hier noch einfügen. Also Nummer 1 und Nummer 2. Die haben hier zwei vorgesehene Steckplätze. Und zwar der erste Pfeil, der geht hier rein, wenn ich das richtig sehe, jawohl. Und der zweite Pfeil, der geht hier rein. So, jetzt haben wir es geschafft. Gut, jetzt ist die Figur vollständig. Bedeutet, wir haben hier unsere Kriegerin, unsere Bogenschützin mit einem gespannten Pfeil. Und sie hat hier einen Gegner erledigt. Also hier liegt eine Maschine zu ihren Füßen, die hat es ziemlich erwischt. Und hier stecken auch noch zwei Pfeile drinnen. Wie gesagt, die kann man auch rausnehmen oder auch gar nicht verwenden, je nachdem. Und so sieht die Figur aus. Also die ist wirklich sehr detailreich gestaltet und bemalt. Und auf der Unterseite sieht das Ganze dann so aus. Wir haben hier noch die Infos. Das Ganze ist made in China. Grüße gehen raus. So, und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box in dieser Collector's Edition befindet. Einmal die eben gezeigte Figur. Dann haben wir das Steelbook zum Spiel. Hier ist auch noch ein DLC drin, also ein Downloadcode. Hier auch nochmal ein zweiter Downloadcode mit dabei. Und dann haben wir noch das Artbook zum Spiel. Jawohl, das alles. Das alles in diesem wunderbaren Spiel, in dieser wunderbaren Box Horizon Zero Dawn in der Collector's Edition. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Spiel bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Spiel feiert, falls ihr Horizon Zero Dawn unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.